Hallo, mein Name ist Marius Ebert und ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen und möchte in diesem Video mal einen Überblick verschaffen über Verfahren der Arbeitsplatzbewertung. Das gehört in den Bereich Personalmanagement, Personalentlohnung genauer gesagt. Arbeitsplatzbewertung bedeutet, dass der Arbeitsplatz bewertet wird, nicht etwa die Leistung eines Menschen an diesem Arbeitsplatz. Und wir unterscheiden grundsätzlich in sogenannte summarische Verfahren und in analytische Verfahren. Summarische bedeutet, der Arbeitsplatz wird als Ganzes bewertet und analytisch, er wird in seine einzelnen Anforderungsarten an diesem Arbeitsplatz zerlegt. Bei den summarischen haben wir zwei, bei den analytischen haben wir zwei. Also Strukturzahl 2, es gibt zwei Gruppen, summarisch-analytisch. Es gibt innerhalb der Gruppe summarisch zwei und es gibt innerhalb der analytischen Verfahren zwei Verfahren. Das erste Verfahren ist das Rangfolgeverfahren. Das zweite Verfahren ist das Katalogverfahren. Das erste analytische Verfahren, bitte aufpassen, wir sind jetzt hier in einer anderen Struktur, wir sind bei den analytischen Verfahren, ist das Rangreihenverfahren. Bitte schwer aufpassen, Rangreihenverfahren ist ein analytisches Rangfolgeverfahren, was so ähnlich klingt, ist ein summarisches Verfahren, das ist etwas ganz anderes. Und das zweite analytische Verfahren ist das Stufenwertzahlverfahren. So, das sind die vier Verfahren der Arbeitsplatzbewertung. In weiteren Videos werden wir uns das genauer anschauen. Vielen Dank. Schauen Sie mal unter spaßlerndenk.de oder in meinen Shop unter spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie viele sehr hilfreiche Videos, Skripte, PDFs zur Betriebswirtschaftslehre. Vielen Dank. Marius Eber ist mein Name. Tschö.